So Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir sind aktuell am Häckseln und ich will euch doch einmal noch wenigstens den Sortenversuch zeigen. Mensch, wie die Zeit aber auch gerannt ist. Die erste Sorte sieht man auch einen krassen Höhenunterschied. Außenrum steht Marsseeds 250F. Moment. So, wir haben hier als erstes 250F. Das ist auch der, den ich außenrum baue. Aber jetzt ist der aber auch überall schon abgereift. Muss man ehrlich sagen. 250F ist ein später und das ist auch ein sehr später. Der 16B, aber was bei dem krass ist, der hat einen richtig guten Kolbenansatz. Das ist ein sehr, sehr früher. Das war übrigens der, den man auch für Zweitfrucht Mais nehmen kann. Ich blende euch das aber alles nochmal hier ein. Dann haben wir hier 26R. Da sieht man auch deutlich schon einen Höhenunterschied. So, gehen wir mal weiter. Dann kommt die 10A. Da erkennt man fast gar keinen Unterschied. Ja, der hat noch ein bisschen mehr grüne Blätteranteil. Der ist fast gar nicht mehr. Aber schön Kolbenansatz, vor allem wie schön rot der ist. Hier, Leute. Richtig schöner Kolben. Ärgert mich auch ein bisschen, dass wir das nicht innerhalb der Saison geschafft haben, das aufzunehmen. Dann gehen wir zum nächsten. Das müssten sein DM3501 und der hier hinten DM3201. Da gucke ich aber nochmal meine Aufzeichnung nach, um ehrlich zu sein. Und der gefällt mir irgendwie richtig gut, weil das scheint ein ganz später zu sein. Der hat einen richtig schönen Kolbenansatz. Guckt euch das mal an. Aber naja, aber der Kolben ist nicht richtig gefüllt, um ehrlich zu sein. Das scheint, ich glaube, der ist zu spät für unseren Standort. Dann wird es ja irgendwann zu kalt. Aber das ist schon ein krasser Unterschied, oder? Wenn man sieht, wie abgereift die da sind. Und wenn man sich das da anguckt, das ist das schon ein krasser Unterschied. Leute, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe gerade den Anbauplan vom letztes Jahr vom Sortenversuch. Ich mache das wie folgt. Ich habe jetzt die Sorten aufgenommen. Ich blende einfach da die richtige Sorte drüber. Ich glaube, ich habe das nach dem Anbauplan gemacht, der mir geschickt wurde und habe das genauso angebaut und deswegen habe ich das nicht weiter dokumentiert. Ich nehme das gleich nochmal beim Häckseln so ein bisschen auf der Kabine aus, wenn wir das unterschiedliche häckseln hier. Das sind schöne Kolben hier, oder? Guckt euch mal an, was der für einen Kolbenansatz hat hier. Was das schon ein richtig schöner Kolben ist. Jung ist das ein Kavenzmann. Meine Güte. Also rundherum 250F, der steht auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Und am krassesten finde ich ist der frühe auf jeden Fall hier. Ich blende euch einfach mal die Sorten über. Und dann gucken wir uns das sonst noch mal zu Hause am Rechner an. So, ich will euch das einmal noch hier beim Vorbeifahren zeigen. Hier vorne, da 250F, dann kommt hier dieser kleine, dann kommt hier die nächste Sorte. Und jetzt sieht man das auch wirklich schön. Hier ist Schluss, hier kommt die nächste. Dann ist hier wieder Schluss, da sieht man jetzt ist oben mehr grün in den Blättern. Dann ist hier wieder Schluss, hier kommt wieder die nächste. Und hier, jetzt die noch mit richtig viel grüner Masse. Da bin ich aber gespannt, wie die performt. Da bin ich aber echt gespannt. Gut. So, wenn man sich jetzt diese Sortenunterschiede mal anguckt, dann ist das hier die späteste Sorte. Und da sieht man eigentlich, was für ein krasser Unterschied das ist, wie grün der noch ist. Und wenn wir den so aufrollen, der ist auch noch nicht ganz zu Ende mit der Stärkeeinlagerung. Ja, die Körner sind hier noch so weißlich. Das ist ein Zahnmais, wie man auch sieht. Sieht ein bisschen aus wie Zähne. Und wenn man hier den daneben sieht, da fangen die Körner dann schon an zu glänzen. Und dann ist das so ein bisschen so ein Indikator, dass die Stärkeeinlagerung auch abgeschlossen ist. So, was ich dieses Jahr feststellen kann, ich habe dieses Jahr nochmal deutlich mehr Mikronährstoffe gefahren. Die Kolben sind wirklich gut voll bis oben hin. Ja, das ist mir wirklich auch gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Wenn man auch hier nochmal gucken. Ja, oben keine ausgebildeten Kolben ist immer so ein kleiner Indikator von Mikronährstoffmangel. Also da fehlen einige Nährstoffe. Und wenn wir uns dann das Ganze hier mal angucken und gehen so ein bisschen weiter, sieht man richtig, richtig gut, wie unterschiedlich diese Sorten jetzt abreifen.
mache davon jetzt auch gleich nochmal so Drohnenaufnahmen. Und dann sieht man hier unten auch wirklich gut dieser kleine, ja, der sich ja quasi auch als Zweitfruchtmais eignet. Der muss halt super schnell fertig sein, weil er halt super früh ist. Aber der Kolbenansatz, ich habe den gestern hier schon mal ausgepackt, der kann sich ja echt sehen lassen. Ja, ist ja nicht so, dass der einzeln stand, da steht ja die nächste Pflanze, sondern der kann sich sehen lassen und der hat ja deutlich früher weg können. Also das ist vielleicht auch ein Kandidat für Körnermais auf meinen Standort, weil je früher die fertig sind, die müssen klar Ertrag mitbringen, aber je früher die fertig sind, umso weniger Trocknungskosten hat man ja auch. Weil der da hinten, der ist ja noch richtig saftig. Aber der hier, wenn man den Ende September dreschen könnte, der ist mal noch früh, der ist mal früh mit der Getreideaussaat. Da hat man geringe Trocknungskosten, weil die Sonne ist immer noch stark. Heute Morgen auch kein Tau, kann man direkt anfangen. Spart mindestens 100, 200 Euro auf dem Hektar Trocknungskosten. Die sind ja ansonsten richtig hoch. Na, vielleicht ein Huni auf jeden Fall. So, ich bringe mal die Drohne in die Luft. So, hier sehen wir nochmal den krassen Unterschied. Da die Sorte und die Sorte, die noch richtig schön grün ist. Und ich glaube, die ist interessant für mich. Ich kann die auch da hinstellen, wo wir nächstes Jahr Sonnenblumen immer machen. Dann heißt der, ist der Erntezeitpunkt gar nicht so interessant. Ich kann ihn auch ruhig ein bisschen später ernten. Man sieht natürlich, jetzt geht die Trockensubstanz direkt runter auf 30. Das heißt, der ist noch nicht ganz reif. Aber der bringt halt, glaube ich, Masse mit, ne? Der ist bei 60 Tonnen auf dem Hektar, bei 30 TS. Der ist noch nicht ganz fertig mit der Stärkeeinlagerung. Ich glaube, der ist interessant, gerade so wieder in trockeneren Jahren. Der Vorteil von so späten Sorten ist einfach, meistens ist es bei uns so in der Blüte immer ein bisschen trockener. Und irgendwann August setzt dann der Regen an. Da sind andere Sorten schon fertig mit der Befruchtung und die fangen dann gerade erst an. Das kann in einigen Jahren Game Changer sein. Deswegen glaube ich, ist das immer ganz interessant, wenn man so eine Mischung hat zwischen ja, einen ganz späten und einen normalen Mais. Also das ist, müsste ein 300er gewesen sein und das, glaube ich, waren 260er. Max ist jetzt so nett und blendet euch das mal ein. Aber ich finde ihn interessant hier. Ist auch noch super vital, wie man das sieht. Ich blende euch nochmal die Sorte ein, weil ich glaube, ihr werdet davon auch jetzt demnächst ein bisschen was bestellen für mich. Finde ihn gut, finde ihn gut. Wenn wir jetzt hier direkt daneben gucken, da sind wir jetzt wieder bei 40% Trockenmasse und auch mehr Stärke. Also die ersten Bestände, die wir angefangen haben, die waren so um die 30% Stärke. Hier ist so ein bisschen schlechter. Aber wie gesagt, Stärke ist auch bei der Biogas gar nicht so der Hauptgrund, sondern da ist die Gesamtmasse auch super interessant. Gerade für mich, der nach Tonnen produziert. Wir bekommen ja keinen Bonus auf ja, irgendwie weniger oder mehr Material. Ja, beziehungsweise auf mehr oder weniger Gasausbeute, sondern ich werde schlichtweg nach Tonnen Trockenmasse bezahlt. Und demnach muss ich auch die Sorten auswählen. So, ich fahre jetzt bei den beiden Sorten neben den großen Grünen quasi, also die und die Sorten. Und da muss ich euch ehrlich sagen, die performen Trockenmasse technisch auch richtig gut. 40% TS, 50 Tonnen auf dem Hektar, also 20 Tonnen Trockenmasse. Die drei daneben richtig, richtig gut, performen auch mega. Schreibe ich mir auf jeden Fall auf meine Liste. Ich mache mir jetzt demnächst, also jetzt hier direkt danach gleich Notizen in meinem kleinen Heftchen, dass ich die Sorte und die Sorte nächstes Jahr im größeren Stil anbauen werde. Stehen richtig kompakt, klar, der sticht da raus, ja. Aber der und der, die sind halt schon ein bisschen abgereifter, deswegen sehen die auch so ein bisschen flacher aus, weil die Blätter sich nach unten legen langsam. Aber es ist ein schöner Unterschied. So, wir sind jetzt hier auf dem Stück übrigens, was ich dieses Jahr neu bekommen habe. Ich habe das im Frühjahr schon gezeigt, das sind 3 Hektar, da hatten wir erst mit der Scheibenecke gearbeitet. Das war doch so, ja, das sah doch aus wie Unland, wenn ihr euch erinnert. Könnt ihr gerne nochmal in den Folgen gucken aus dem Frühjahr. Und dann haben wir hier den Pflanzenschutz gemacht und als wir den Pflanzenschutz gemacht haben, sah das einfach aus wie Grünland, wie eine Wiese. Und dafür steht er aber ganz vernünftig, Bestand ist auch einigermaßen sauber geworden. Ja, wenn man sich das so anguckt, der ist natürlich ein bisschen klein, aber ich kann euch auch sagen, woran das liegt. Das ist einfach eine Körnermais-Sorte. Auch hier hatten wir noch einen Restbestand aus dem Körnermais genommen. Und ja, wie man sieht, der ist natürlich deutlich kleiner, bringt aber einen guten Kolbenansatz mit. Und wir müssen natürlich auch altes Saatgut aufbrauchen. Das kostet natürlich einen Haufen Geld. Wenn du da noch, ich sag mal, Reservebestände oder Bestand für 7000 Euro zu stehen hattest, ja, das stellst du ja nicht weg, das schmeißt du ja nicht weg. Und dieses Jahr, ab diesem Jahr, sagen wir mal, zahlen die Biogas auch wirklich viel und gutes Geld. Da lohnt sich das Dreschen auch absolut null.
Also wirklich 0, 0, 0, 0. Selbst wenn ich jetzt einen Vorsatz auf dem Hof gehabt hätte, lohnt sich das nicht. Ja, das ist, da muss man sagen, die zahlen wirklich gutes Geld. Und da muss man auch beachten, ich kriege jetzt auch immer Gärreste zurück, mindestens 1:1 zu der gelieferten Menge. Das heißt, mein Nährstoffkreislauf ist schon deutlich geschlossener, als wenn ich Körnermais machen würde. So Leute, das ist er. Da ist er. Der letzte Mais, gehäckselt mit dem eigenen Häcksler. Man soll niemals nie sagen, aber ich sage erstmal, der letzte Häcksler, der letzte Mais mit dem eigenen Häcksler. Da ist er verschwunden. Das war's. Wir sind durch. Maisernte 2023 ist bei uns abgeschlossen. Und ich will nicht sagen, ein schlechtes Ergebnis, das war eigentlich ziemlich gut. Ja, der war gar nicht hoch, aber der hat wirklich viel Masse mit sich gebracht. Viele, viele große Körner, Kolben, alles schwer. Und das war's. Leute, wir sind durch. Und jetzt gehen wir mal Silo gucken. Machen wir erstmal Drohnenaufnahmen vom Silo. So, da sind wir. Die letzten Tonnen hier. Schiebt er gerade hoch. Nicht wundern, das ist hier vorne nicht ganz festgefahren. Wir haben jetzt für Drohnen- und Videoaufnahmen, sollte er noch mal 3 Hänger hier vorliegen lassen. Und das schiebt er jetzt und walzt das alles ganz entspannt fest. Gucken wir noch mal einen Blick auf die Häckselqualität. Alles schön fein. So soll es sein. Fetter Reim. So. Alle werden sicherlich nach Nico fragen. Nico ist noch auf einem anderen Silo und hat es nicht geschafft. Und deswegen sind die Kollegen hier. Aber die machen auch einen toppen Job. Sehr zuverlässig und freundlich. Schiefer, Forst und Agrar, Leute. Kann ich euch auch empfehlen. Die haben das ganze Silo auch schon gebaut im Frühjahr. Das ist der erste und zweite Schnitt. Dafür waren sie hier und jetzt ja, hat Nico die Jungs hierher geschickt. Wie gesagt, die waren im Frühjahr auch schon da. Und ne, der erste Schnitt war Nico noch da, genau. Aber im zweiten Schnitt waren die Jungs da. Super solide. Haben irgendwie auch alle dieselbe Zange oder dieselbe Gabel. Das scheint der Schrei zu sein. Genau, also für die, die sich hier noch nicht auskennen in der Materie, die in der Sachen Landwirtschaft neu sind, was macht man hier? Man fährt Mais auf einen Haufen. In der Regel sollte das so aussehen. So, ja, grün. Und der ist schon ein bisschen trocken. Und der wird aufeinander geschoben. Und wird schichtweise verteilt und wird angewalzt und festgepresst. Also er schiebt das jetzt hier auch alles gerade. Jetzt ist ja hier Schluss. Da vorne steht noch ein zweiter Walzschlepper. Das heißt, einer schiebt und einer walzt und manchmal walzen auch beide. Und bei diesem Überwalzen wird da die Luft rausgedrückt. Der Sauerstoff soll luftdicht abgeschlossen sein. Und dann kommt hier Folie rüber, so wie man das auch hier sieht. Erst Unterziehfolie, dann Überziehfolie, dann Fraßschutznetze gegen Vogel, gegen Vögel und Nager sozusagen, damit das heil bleibt. Und dann wird das Ganze zugedeckt, so wie ihr das da auch seht. Und dann setzen Milchsäurebakterien das Material in Milchsäure um und damit wird es stabil. Ähnlich wie Sauerkraut, man hat also ein saures Milieu, man hat dann eine Silage. Jetzt ist es noch Häckselgut. Ja, in ein paar Wochen ist es Silage. Bei Futternot kann man das schon mal in 4 Wochen ran. 6 ist besser, optimal ist 8 Wochen. Ja, ist in der Praxis nicht immer ganz umsetzbar. Wichtig ist dann, dass der Vorschub entsprechend wichtig ist. Weil, wenn man so ein Silo auf hat, schimmelt einen das schneller weg, als man das verbrauchen kann. Und deswegen ist das auch wichtig, dass die schnell entnommen werden. Das heißt, solche Silos hier, das sind jetzt 4000 Tonnen, glaube ich, müssen auch entsprechend schnell verbraucht werden. Und das wäre zum Beispiel nichts für kleine Rinderbetriebe. Da sieht man ja auch manchmal diese Maisballen, ja. Wenn die einfach so wenig Rinder haben, dass sich ein Silo nicht lohnt oder schneller wegschimmelt als alles andere, dann werden zum Beispiel Maisballen gemacht. Genau, jetzt fängt er an hier mit Festwalzen. Und ich glaube, mit den Bildern verabschieden wir uns jetzt hier. Und dann sage ich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und das war es erstmal mit Maishäckseln. Und die Frage bleibt, nächstes Jahr trotzdem noch Mais? Ja, der passt schon ganz gut in die Fruchtfolge. Von daher, bis zum nächsten Mal, Leute.